Gut, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. So. Oh, dunkel. Perfekt. Es wäre geil, wenn man. Man hat gerade hier bei dem Bett gesehen, dieses Fortnite-Skip, dass dieser Button auch dann angezeigt wird, wenn man selbst das Time-Privileg hat. Sodass man dann auch die Zeit skippen kann, wenn man alleine im Bett ist, ohne die anderen Spieler. So, wir haben jetzt. Ah, ne, haben wir noch nicht. Wir müssen die Dinger noch bauen. Jetzt haben wir die Dinger. So. Bad Spawn Point Set, wieso? War das schon gesetzt? Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir an Gerätschaften brauchen. Plus ein paar Kabel. Wir brauchen noch viel mehr Kabel. Das reicht bei weitem nicht für irgendwas. Holy shit, brauchen wir eine Menge. Wir brauchen noch viel mehr Kabel, Leute. Das heißt, wir brauchen noch viel mehr Gummi, weil wir noch viel mehr von diesem schwarzen Zeug brauchen. Und dann brauchen wir noch irgendwas für diese komischen Haarfrau-Kabel, brauchen wir noch irgendwas anderes. Home-Decor-Plastik-Sheet brauchen wir da. Wir haben... Ja, okay, davon haben wir eine Menge. Okay, das ist schon mal gut. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch viel, viel mehr... von diesen Bambus. Sollte ich vielleicht doch mal eine richtige große Farm aufmachen. Denn das Zeug geht ja echt weg wie warme Semmel. Nee, hä? Was? Das brauche ich. Papier. Let's go. So. Ach, hi. Dachte, du steckst in der Wand fest oder so. Wenn man halt keinen Schaden mehr bekommt, ne? So. Da brauchen wir jetzt Kupfer. Geh mal weg. Ha, kommt da. Komm doch. Nee. Oh. Süße Händchen. Ja, okay. So. Wir brauchen... Einfach erstmal alles. So, dann brauchen wir... Kabel. Oh, was ist denn das? Ach ja, es gibt auch noch diverse... Übrigens, by the way, es haben sich mal Sachen geändert. Vollkommen vergessen. Ja, bei dem Update von Minecraft 5.8 zu 5.9 habe ich auch ein paar Mods, also ich habe halt alle Mods aktualisiert, deswegen haben wir das dankbare Scheiß, dass alles jetzt Englisch ist, so, danke dafür. Aber ich habe dabei auch ein paar Mods geändert, also ausgetauscht. Zum Beispiel, weiß ich gar nicht mehr, also die Maidroid-Mod ist raus, dafür ist die Maidroid New Generation, also Maidroid NG Mod drin, die ein paar Sachen anders macht. Ich weiß gar nicht, die Sachen, die wir gebaut haben dafür. Ja. Sind also jetzt unbekannte Blöcke, danke dafür. Weil diese neuen Maidroids, die werden anders gebaut. Da brauchen wir die Dinger nicht mehr. Ja, einfach weg. Einfach weg. Sondern da baust du quasi jetzt die Eimer, die Eier, die hier, und dann kannst du die einfärben, indem du die mit Farbe kombinierst. Ah, nee. Du baust erstmal nur die Eier, dann platzierst du die als Roboter und dann klickst du auf die Roboter mit Farbe drauf. Wenn du also während du Farbe in der Hand hast, klickst du auf die Mod, auf die Mates drauf. Und dann ändert sie ihre Farbe. Irgendwie so, keine Ahnung.
Genau, also die Mod hat sich geändert. Dann hat sich auch das gesamte Mail-System geändert. Ja, also wenn ich jetzt frage hier Mail, Chronix, hello, motherfucker. Achso, das geht so gar nicht mehr. Genau, man kann nur noch den Namen angeben. Und da kann man jetzt hier die Nachricht schreiben. Betreff. Lol. Also wie eine richtige E-Mail. Ich habe deine Mutter geliebt. Ja. Man kann es auch wirklich wie bei echten E-Mails auch Copies, also die E-Mails nicht nur an eine Person schicken, sondern auch noch Leute in CC setzen und BCC. Also, ja, für die Leute, die keine Ahnung von E-Mails haben, einfach die meine Sachen freilassen. Ne, einfach mit Sachen. Ich weiß gar nicht, ob man an mehrere senden kann und die dann mit Komma getrennt oder wie man das macht. Ob man. Ich meine, ich kann einfach mal gucken. Walker. Na gut, mit der Zeit wahrscheinlich blöd. Also, einfach mal mit Komma. Ah, ja, okay, das geht. Siehst du, jetzt habe ich nämlich eine E-Mail bekommen. Und genau, ne, wenn man einfach nur Mail eingibt, da kommt man halt in die Hauptoberfläche und da sieht man jetzt, oh, ich habe eine neue E-Mail bekommen. Aha, von Ronny, für Ronny und Walker, keiner im CC, BTC sowieso nicht, weil ne, BTC ist ja dieses Blind, also, ja, wie gesagt, ne, die sich mit E-Mails auskennen, die wissen, was damit gemeint ist. Und ja, da hat man hier halt die Nachricht und dann hat man hier auch wirklich richtig, dass man antworten kann, dass man allen Absendern antworten kann, beziehungsweise, ich weiß, nee, alle, die hier in dieser To-Liste drin stehen, plus dem, von dir gesendet ist. Man kann sie halt weiterleiten, man kann sie halt als Spam markieren, wobei ich gar nicht weiß, was der Unterschied zwischen Spam und Mute-Sender ist, weil das müsste das gleiche sein. Also ich glaube, bei Mute-Sender, wenn sie trotzdem im Posteingang landen, dort aber, also, aber halt dieses Ding, was man gerade gehört hat, kommt dann halt nicht. Ja, whatever. Auf jeden Fall, was das hier ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein richtig umfangreiches E-Mail-Programm quasi. Und ja, das ist halt jetzt komplett neu und löst damit das alte E-Mail-Programm ab. Was halt super geil ist. Und genau, das hat sich geändert. Und dann hat sich halt auch die Technics-Mod geändert. Das ist das, weswegen ich gerade aufmerksam geworden bin. Auch da habe ich die Technics-Mod entfernt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die andere Technics-Mod hieß. Ich glaube, die ist einfach Technics Plus oder irgendwie sowas. Und ja, die ist jetzt hier quasi drinne. Komplett kompatibel zur alten Technics-Mod. Das heißt, alle alten Sachen blieben erhalten. Nur einige Sachen haben sich geändert. Zum einen kamen halt viele Sachen dazu, ne, wie man halt schon sieht. Bei Kabel gibt es eine Menge mit digitalen Lines. Also man kann jetzt auch richtig digitale Schaltungen in den Kabeldingern bauen. Und was sich geändert hat, für uns wichtig, es gibt diese Lasers gibt's nicht mehr. Wir hatten ja hier diese Drills und wir hatten auch noch irgendwo einen Laser gehabt. Wo immer der ist. Hatten wir irgendwo einen Laser gehabt? Wir hatten noch einen Laser. Oder ist jetzt einfach weg? Weil es sie nicht mehr gibt. Müsste eigentlich irgendwo jetzt ein anderes Item sein. Ich bin verwirrt. Ist der hier irgendwo drin? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, diese Laser gibt es nicht mehr. Ne, wenn man jetzt nach MK3 sucht, gibt es nur noch den Bohrer, nicht mal den Laser. Und dann hat sich halt, also vor allen Dingen soll sich die Performance gebessert haben. Dass diese neue Mod zuverlässiger funktioniert. Und auch Ressourcen schon da. Ja, aber wie gesagt, alles andere soweit. Man sieht ja, meine Anlage ist nur komplett heile. Ist also, alle Anlagen, die man damals gebaut hat mit der alten Technics-Mod, sollten noch weiterhin funktionieren. Ja, genau. So. Das nur so ganz nebenbei. So, mal schauen. Wir wollten jetzt Kabel bauen.
da waren wir gerade dabei. Genau, deswegen, da kam ich dann auf die Finger hier. So, wir brauchen erstmal ganz normale Kabel. Alle. Und sind schon wieder nur 66 Stück. Ach nee, 66 mal 6. Ja gut, sind da doch ein paar mehr. Brauchen wir so viele? Ah, ich weiß. Das könnte dann schon, doch schon ein bisschen zu viel sein. Ich meine, jetzt wären das über 300 Kabel. Ich glaube, ich mache erstmal nur ein 96er Stack. Und den Rest dann einfach nach Bedarf. So, das heißt, das Kupfer können wir auch noch gebrauchen. Das andere Kupfer packe ich nach oben und rekombiniere es zu Blocken. Bleibt natürlich wieder einer übrig. Danke dafür. So, dann haben wir also schon mal ein paar Kabel. Das ist ja Herz allerliebst. Hier ist alles raus, genau. Was ich auf jeden Fall auch gerne noch mal ein bisschen nachproduzieren würde, ist dieses ganze Zeug hier, wie dieses Kleber. Ich glaube, für das ganze Zeug brauchten wir immer dieses Rohlatex, ne? Das Zeug hier. Oh. Ja, Schilder gibt's auch nicht mehr. Ist das was hier noch mit anderen Blöcken? Nee, ne? Nö. Weg. So. Rohlatex. Ich guck mal ganz kurz für Glue. Braucht man nämlich, glaube ich, auch dieses Rohlatex. Ja, genau. Das heißt, ultimativ brauchen wir ganz viel von diesem Rubber-Tree-Zeugs, Gedingsgedöns. Mal kriegt man aus Separating 2, mal kriegt man daraus nur 1. Und beim Extracting auch kriegt man manchmal 1 und manchmal 2. Was ist das für ein Müll? Was stimmt mit euch nicht? So, und dann müssen wir einfach, also müssen wir auch wieder grinden. Oh, man kann sogar abgeerntete Bäume ernten. Das heißt, wir hatten noch so komische, komischen Zapfhahn. Achso, ist ja ein Werkzeug. Müsste das unten sein. Gott, ich hab schon so lange nicht mehr gespielt hier. Aber auch hier sehe ich keins. Na gut, aber keins. Dann nehme ich auf jeden Fall mal eine Axt mit. Ich nehme mal noch eine Axt mit. Oh Gott, wir haben auch kaum Platz für Stuff. Und dann würde ich mal sagen, dann fällen wir mal da hinten alle Bäume einmal. So, erstmal hier ein bisschen Mochi. Oh, gut, so viel bin ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ist auch okay. Schon etwas realistisch. Ach, haben wir auch noch massig Stuff. Ha. Gut, dann kommt ihr dazu. So, so. Was bist du? So, auch Papier, genau. Ja, genau, 300. Macht Sinn. Oh, ein bisschen Inventar leer bringen hier. So. Die braucht ja bloß ein Zeppling, ne? Gott, kommt da eine Menge runter. Holy shit. So viele Blätter.
Fünf Bäume haben wir, ja. Okay. Ich pack mal die Blätter direkt mal hier ins Raster. Ach, guck mal, da mal. Ja, können wir gleich ein bisschen Ölextrakt machen. Sehr nice. Wobei, ich glaube, Ölextrakt haben wir auch schon massig. Nice. So, haben wir wieder ein bisschen Baumzeug, Skiddingsgedöns. So, das müssen wir jetzt extra hier, oder nee, kochen, oder beides geht ja. Mal gucken, wo man mehr rausbekommt. Extra hier war ja hier 31 Grad mal, ah nee, 130, das 230, wow, also 229, das klingt schon eher nach einer sinnvollen Menge. Wir haben nur einen einzigen Extraktor, wow. Ich pack mal hier einen rein. Wirkt nicht hier so unsanft. Ach nee. Momentchen mal. Warte. Clue. Doch, Extrakt, den müsste funktionieren. Warum geht's denn nicht? Ach ja, wir müssen jetzt erstmal grinden. Grinden. Erstmal grinden. Let's go. So. Oh. Entschuldigung. Mit der Axt in den Kopf. Let's go. So, hier haben wir die Saplings. Hier haben wir auch das ganze Gras. Blätter meine ich doch. So. Haben wir wirklich auch Holz davon? Müsste ja, wenn denn oben in der Holzkiste sein. Ne, haben wir nicht. Okay. So, haben wir schon mal. Alter, das ist. Gott, er hat schon eine Menge. Holy shit. Also schon viel. So, das kommt jetzt in den Extrahierer. Und da bekommen wir immer eine raus. Aus vier wird also nur einer. Und bei den Öfen. Nee, was war das andere? Das andere war die Zentrifuge, ne? Extra? Ja, genau. Zentrifuge. Bei der Zentrifuge... Haben wir keine Zentrifuge? Haben wir nur die Dinger, die unten sind? Wow. Das ist ja deprimierend. Oh! Oh nein, die ganzen alten Schilder! Oh...
müssen wir alle neu schreiben. Das ist ja... Lol. Die ganzen guten Schilder. Immer noch schön zu sehen, diese typischen Sprites, ne? Ich weiß nicht, irgendwie ist Sprites halt irgendwie super geil. Dass sie sich halt immer an den Bildschirm ausrichten, weil die halt einfach wirklich reine 2D-Objekte sind. Das ist schon geil. Ich meine, sie werden natürlich als 3D-Objekt gerendert, sonst würden sie nicht hier so direkt in den Block reingehen. Aber sie richten sich halt trotzdem so an die Kamera aus, wie als wenn es ein reines 2D-Objekt auf der Kamera selber wäre. Hat schon was. So, von alle. Let's go. So, wir haben hier unten ein paar Zentrifugen. Alles, was er nicht kennt, geht nach blau. Warum das? Momentchen mal. Nee, so was reingeht. Genau, geht da hinten raus. Das heißt, wir können es hier reinschmeißen. Oh, ist sogar einmal drin, ne? Warum geht das Ding auf den zweiten Slot? Ach so, das hat er auch noch erzeugt. Das ist neu. So, aber wie viel ist das dabei? Ich packe jetzt erstmal dich da wieder rein. Ah, ist das. Goddammit. Ist das dumm. Wo geht das Ding überhaupt hin? Er müsste einfach vorne in die Kiste reingehen, ne? Ja, genau. Geht ja bei die Kiste rein. Und hier wird. Genau, hier wird nur das Zeug rausgezogen, das heißt, das müsste einfach hier drinnen bleiben. Okay. Dass wir oben keine Zentrifuge haben. Wow. Müssen wir mal eine hinbauen. Gott, braucht der lange. Mach eine! Du scheißen Ding! Ah. Da kommt ja langsam, aber... Langsam. Doink. Doink. Plumps. So, ist also auch nur einmal. Das ist ja hässlich. Gut, wir bekommen hier aber immerhin einen Sawdust. Was wir auch immer mit Sawdust machen können. Aber was kann man damit machen? Man kann daraus Holz machen mit einer Kombi 8. Du Scheiße. Das ist eins von den neuen Geräten. Oder? Nee, hat einfach nur eine neue Textur. Im Kompressoren gab es auch schon vorher. Haben wir, glaube ich, auch. Das sind die Dinger hier, genau. Lol. Ist ja süß. Hat schon was. Ja, gut, okay, das heißt, wir können. Ja, aber wer sagt, dann bringt es ja gar nicht so viel. Können wir wirklich einfach hier reinschmeißen, alles. Und dann haben wir langsam, aber sicher irgendwann ein bisschen Rollertext. Aber wenn aus 4 immer 1 wird, dann können wir doch einfach alle Dinger grinden. Dann macht das ja schon fast Sinn.
Okidoki. Das klingt doch nach einem Plan. Ich habe zwar absolut keinen Plan, was das für ein Plan sein soll, aber hey. Ich meine, gut, unten bei dem Holz, den da würden wir wenigstens. Da würden wir auf jedem Baumstamm. Kriegen wir dann auch einen Holzblock, ne? Sollen wir also eine Menge Holz bekommen? Na gut, andererseits, wir haben ja schon massig Holz. Vor allen Dingen verbraucht das halt unglaublich viel Platz. Also halt den vierfachen Platz von direkt normalen Holzdingern. Und rekombinieren kann man es auch nicht. Von daher. Nutzen wir einfach hier unseren Extraktor. Das passt schon. Gut. Okay, dann haben wir also auch bald ganz viel neuen Rohlatex. Das ist doch schon mal ganz praktisch. Was wir jetzt aber brauchen, ist vor allem den Kabel. So, Kabel haben wir jetzt schon 90. Wir brauchen aber die Frage, wie viel MV und wie viel HV-Kabel machen wir? Ich würde mal sagen, wir machen erstmal alles zu MV-Kabel, weil MV-Kabel kann man später dann zu HV-Kabel machen. Nach Bedarf. Das heißt, wir packen erstmal haben gar nicht genug für diesen Rubberzeug. Hat man davon nicht ein bisschen mehr gehabt? Ja, hatten ist gut. Cable. Gott, die haben noch nichts gebaut. Wir haben die letzten mittlerweile drei Folgen fast nur hier Crafting gemacht. Ist das traurig? So. Ah, genau, da brauchen wir ja. Da braucht man unter anderem das Rolatex für. Rolatex und Kohle. Haben wir davor schon welches gemacht? Kommt mir gerade ein bisschen bekannt vor. Nö. Oh, hier ist sogar ein Deutsch, Likerusofen. Aber das ist Englisch. Alloy von uns. Okay, das heißt, wir brauchen. Bin ich blöd gerade? Doch, wir hatten welches. Der. Oh, ist schon wieder alles so verwirrend. Gott, wir haben so viel Stuff. Ist da was? Ich räume erstmal hier ein bisschen mein Inventar auf. Im Sinne von alles raus. Denn das geht ja so mal gar nicht. So, dann kommt das in die Tasche rein, weil damit können wir denn dann nach Bedarf Kabel bauen. So, die Eimer kommen auch mit der Werkzeug rein. Du kommst noch da. So, Blöcke, da kommst du rein. Mehr nicht. Die Leitern, die wollten wir mitnehmen, aber die 20 können wir hier lassen. Ein Stack reicht vollkommen aus. Ah, Concrete. Packe ich mal nach da. So, du kannst da rein. Und dann sieht es doch schon gleich viel aufgeräumter aus. Jetzt ist die Tasche leer. Perfekt. Nice. Okay. Gut. Gut. Das ist doch gleich viel angenehmer. So. Jetzt nochmal zurück. Also wir haben massig davon. Jetzt brauchen wir ein paar von diesen schwarzen Kabeln. Ungefähr so. I don't know.
Wie viele nehmen wir? 60. Klingt erstmal gut. Ich mach mal nochmal. Und jetzt brauchen wir das. Und brauchen Plastik, brauchen wir dafür. Für die HV-Kabel. Da haben wir zum Glück ein bisschen was von. Ich mache jetzt mal nur 60 Stück. Achso, das sind 30 Stück. So. Haben wir immerhin schon mal 44. Das ist doch ganz gut. Okay, das ist doch schon mal ein ordentlicher Anfang. Mit der Menge an Kabeln können wir erstmal ordentlich was machen. Das ist schon mal ganz gut. So. Leitern haben wir. Dann brauchen wir, um tatsächlich auch bauen zu können, brauchen wir mal einen Spitzhacke. Nehmen wir jetzt nicht mehr so eine schöne neue aus Mithril. Und eine Schippe. Aber noch mehr Kabel. Okidoki. So. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann.